Herrschaft, Sammy, also frage ich mich aber wirklich, ist es hier ein Gasthaus? Oder ist es kein Gasthaus? Gib doch mal Ruhe, Greitmeier. Okay, Gori, sei doch so nett. Und sag, sehen Sie, dass Sie mir noch eine Maß einschenken. Schau, dass du heimkommst zu deinen Alten. Du besoffener Kerl, du besoffener. No. Wenn nichts mehr, es gibt doch nichts mehr. Aus, was du hier. Jetzt, Kuni, geh doch du nass und mach dem Krawalle hin. Ja, ist schon recht. Was ist denn gehört, hä? Er auch schon. Der Herr Hausl. Na, komm. Sei doch du so vernünftig und führ den Kreis mal. Nein. Das geht nur mit Gewalt. Nur was? Mit Gewalt. Oh, nur mit Gewalt. Das ist schön. Herrschaft, Zeit. Da draußen dem besoffenen Kreitmeier und da herin den da. So. Der Nerz hat mich schon beim Wickel und bringt ihn heim. Du, Kuni. Ja, Gregor. Kannst du den da nicht auch heimschicken? Ah, wenn bei dir nicht schickt, der Rassabum ist, dann ist nichts. Ja, wie oft hast du jetzt den Dominik seine ausländischen Platten schon gehört? Ja, jetzt hör ihn grad auf. Mach schon aus. Du musst ja schon perfekt amerikanisch reden können. Auf später, Frankie Boy, gell? Wenn der Banause wieder draus ist. Oh, immer wieder. Halt's mal auf, Greitmeier. Leidschaft. Und ich mach noch Pets dazu. Jetzt schaust du aber, dass du heimkommst, Greitmeier. Na, hat's gewaltet. Wenn er nicht geht, dann geht er nicht, ne? Weißt du ganz genau. Kapierst du nicht, geh weg von uns nach Hause, Mann! Du Schabier, du! Gott, na bin ich froh, dass ich kein Mannsbett hab. Okay, das glaubst du doch selber nicht. Du. Morgen sind's genau 8 Wochen, dass wir unsere Frau eingeräumt haben. Ja, eine schöne Beerdigung war's. 4 Monate hat's herleiten müssen. Ich war bestimmt schon auf viele Beerdigungen. Es war eine Erlösung. Aber so viel Leid habe ich noch bei keiner gesehen. Ja. Jetzt ist halt der Dominik allein. Ja, bis einem aufgesetzt ist. Naja, jetzt schauen wir halt einmal, ob alles so klappt, wie es geplant war. Was war geplant? Ja, dass die Wirtschafterin kommt und bei uns da den Laden schmeißt. Ach so. Saubers Mädel ist. Kennst das du? Naja, ist doch eine Tochter von meinem Bruder, ach, dem Sepp. Ist das der, wo die Wirtschaft in München hat? Gehabt hat. Der ist jetzt auch schon gute 10 Jahre tot. Sein Sohn hat halt jetzt die Wirtschaft. Ja, und da ist das Mädel bis jetzt gewesen? Na ja, Mädel, Gott. Ich sag halt Mädel, weil es meine Nichte ist. Wie alt ist sie? 39. 39 ist das Mädel. Ja, ist das aber lustig. Und da möchtest du jetzt natürlich ein kleines bisschen kuppeln, gell? Na, ledig ist doch, oder? Na, freilich ist ledig. Ja, freilich ist ledig. Mit 39. Auf den bin ich neugierig. Ja, warten wir, bis du es gesehen hast, du, und dann reden wir weiter. Jetzt, ja. Und du glaubst, der Dominik, der nimmt sich eine 40-Jährige, wenn er an jedem Finger 10 junge Knuspriger haben kann. Weil er selber auch noch so jung und knusprig ist, mit seinen 54. Ja, Männer bleiben eben länger knusprig. Schau mich an. Mmh. Ja, bin ich nicht zum Anbeißen. Ja, jetzt haust aber ab, du Sprichmacher, du. Marsch hinaus. So. Macht der Gori jetzt da herinbrutzen? Nein, der besoffene Greitmeier hat ihn in der Gaststube anpöbelt und jetzt ist er halt dann da reingegangen. Ja, ich meine ja nur, von mir aus macht der Brutzeit, wo er will. Sag einmal. Hä? Warst du beim Schani? Ja, warum? Man riecht's. Wenn's schon mal da bist, kannst du dir gleich eine Friktion angedeihen lassen, hat er gesagt. Und schon bin ich in seinem Stuhl gesessen und er war drin mit seinen 10 Fingern in meine Haare. Ach, wenn er nur nicht so ein gespinnerter Kasperl wäre. Na, geht er. Schani ist schon recht. Ja. Ich hab gemeint, sie kommt heute? Ja, heute oder morgen, hat sie gesagt. Wie es heute weg kann, gell?
Im Hotel Kurfürst war es in München. Eines der ersten Häuser. Lassen wir uns überraschen. Ne? Ein sauberes Weiberlis. Ja, das spielt für mich keine Rolle. So was dann? Ja, ob's im Geschäft was taugt. Oder glaubst du, ich bin scharf auf ein Mittelalter? Ja, so ist recht. Jetzt fangst du auch noch an. Ja, was glaubst du, wie die Frau um die 40 heutzutage begehrt ist? So, ja, ja. Ja, schaust doch alle an. Brigitte Bardot, dann die Romy Schneider, die Ursula Andres, Jane Fonda. Hast du das Filmlexikon auswendig gelernt? Wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass ich nicht mehr heiraten will? Ja, willst du vielleicht allein bleiben? Ja, das kann man doch jetzt noch nicht wissen. Ach, jetzt geht mir der Licht auf. Ich soll wohl mit dieser Margit Meyer verkuppelt werden. Also, wie kommst du denn da drauf? Jetzt wird mir ja manches klar. Gar nichts wird dir klar, gell? Eingestellt hat's bekanntlich immer noch deine Marisele, dir das klar ist, gell? Ja, so gut, ja, und es ist doch logisch, dass man jemanden nimmt, den man kennt und wo man weiß, wie man dran ist. Ja. Na also, die Margret hat die Hotelfachschule besucht und wird sehr gut abgeschnitten. Ja, sehr gut. Ja, sie hat in den erstklassigsten Häusern gearbeitet. Ich will sie aber bloß zu der Arbeit haben, deine Nichte. Und zu sonst gar nichts. Ach du Schlawuzzi, dir kann man ja nicht böse sein. Guten Morgen. Jakob Moinfrühn, Ganslmeier, haben Sie Statistik schon fertig? Ja, da ist sie. Na, wie geht's deiner Mama? Hat sie die Rippenfellentzündung schon überstanden? Ja, Gott sei Dank. Ja, nehmen Sie doch Platz, Frau Ganslmeier. Danke. Möchten Sie was zu trinken? Oder ein Stück Kuchen? Um Gottes Willen, nein, das werft meinen ganzen Kalorienplan durcheinander. So. Ja. Ja, wo Sie ist denn, Kuni, möchten Sie uns nicht allein lassen. Wir haben hier eine wichtige Absatzstatistik durchzuackern, gell? Gut, ne? Dann geh ich halt, ne? Auf Wiedersehen, Fräulein Kuni. Wiedersehen. Pass bei auf, dass dir nicht der Gaul durchgeht beim Durchackern. Cognac oder Whisky, Cornelia? Eigentlich gar nichts, Herr Weißbartl. Na, Sie werden doch nicht seit gestern Abstinenzlerin geworden sein. Na, ganz bestimmt nicht. Als Angestellte in einem Brauereibüro. Aber ich hab doch gestern schon so viel getrunken. Ja, das war ja gerade das Nette. Mama, die hat schon geschimpft, weil ich gestern so spät heimgekommen bin. Ich hab doch gesagt, Sie müssen erst Mittag ins Büro kommen. Ach was, 4 Stunden Schlaf müssten reichen. Komm, setzen wir uns dann über, das ist gemütlicher. Ja. Herr Weißbartl, haben Sie die ermittelten Werte schon gesehen? Ja, Herr Weißbartl, sag's. Sag's doch Dominik zu mir. Um Gottes Willen, nein, zu meinem Chef. Was ist denn der Chef? Wir haben doch gestern Abend auch du zueinander gesagt, oder? Ja, da habe ich doch schon ein Schwipsal gehabt. Ja, und das war gerade das Nette, nicht? Also, der Absatz von Fassbier ist im letzten Jahr um 0,8% zurückgegangen, während beim Flaschenbier eine Steigerung von 2,3% zu verzeichnen war. Herrlich, wie das aus Ihrem Mund klingt. Der Absatz vom Fassbier. Jetzt machen Sie ihn aber wieder lustig über mich, Herr Weißbartl. Prost, Cornelia. Aber nur ein ganz kleines Schluckerl, Herr Weißbartl. Wie heißt das? Prost, Dominik. Brav, und jetzt sehen wir den Jeserik und die blöde Absatzstatistik. Und jetzt kriegt der liebe Dominik zuerst einmal ein feines Puzzle. Nein, ich bitte Sie, Herr Weißbartl. Wie sagt ein braves Mädchen? Wenn dein Mensch hereinkommt. Das ist von der Herr Griebel. Das wird doch Faunermandel spielen. Kannst du nicht anklopfen? Okay, ich hab doch noch nie angeklopft, wenn ich da reingegangen bin. Also dann, auf Wiedersehen, die Herren. Auf Wiedersehen, Freund. Ganslmeier. Ja, Ganslmeier, natürlich. Ja. Eine Gedächtnislücke nehme ich an. Ja, wenn man älter wird, Dominik, lasst alles nach, gell? Wenn du blöder Hund auf einmal da herinstehst. Hoffentlich kein bleibender Schaden. Du, vielleicht machst du mal eine Frischzellenkur. Entschuldigen Sie, ich hab meine Statistik vergessen. So. Ja, Entschuldigung. Ja, Statistik ist immer gut. Natürlich Statistik. Wir haben die Absatzstatistik durchgearbeitet. Aha, heißt mir das jetzt so? Und das andere, das war so eine Art Lockerungsgymnastik da um den Tisch rum. Heute Krampf hin. Mir ist jetzt Temperament durchgegangen. Oh, dein überschäumendes Temperament. Dominik, sei fein vorsichtig, gell? Wieso vorsichtig? Liebe spiele mit Abhängigen, das ist strafbar, da gibt's einen Paragraphen. Wer wird denn gleich von Liebesspiele? Ja,
Reden kannst lang, Dominik. Tun darfst es nicht. Du redst deinen Schmarrn daher. Dominik, du weißt genau, auf meine Verschwiegenheit kannst du bauen. Immer schon, gell? Ah, ja, grüß Gott, Conny. Also das Mädel war ganz durcheinander. Was haben denn Sie schon wieder gesagt? Was, ich? Ja, Sie! Ja, du! Was, ich soll zum Fräulein Ganzelmeier was gesagt haben? Ach, ich kenn Sie schon, Sie tun schon an. Ja, wir kennen dich schon. Sie mit Ihren zweideutigen Anträgen. Zweideutige Anträge? Ich? Meistens sind sie eindeutig. Ja. Also, Fräulein Meier, Sie tun mir Unrecht. Sie tät er plötzlich zu mir sagen. Sein Ehe und Jesu, der tut zu dir. Ja, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Der hat doch gar kein Gewissen. Dominik! Also, was man sich in dem Haus alles an üblen Verdächtigungen fallen lassen muss, das ist schon allerhand. Ich bin unschuldig, gell? Ja, okay. Warum muss jetzt das von Cornelia da rüberkommen, wenn wir drüben in der Brauerei so ein schönes Büro haben? Ja, warum denn eigentlich? Du, das tät mich jetzt auch interessieren. Wo man doch so ein schönes Büro in der Brauerei drüben hat, ja, gell? Ja, da wird man doch dran gestört, ne? Na, freilich, freilich. Im Büro, da bist du natürlich nicht ungestört. Da kannst nicht um den Tisch rumsaßen, gell? Der Mensch bringt mich zur Verzweiflung. Also, ich verstehe das auch nicht. Wir haben eine wichtige Sache durchgearbeitet, ne? Und überhaupt, was geht denn das euch an? Wer ist denn da daher im Haus? Ja, du natürlich. Ja, beruhig dich noch wieder, Dominik. Also, dann hock dich her da und lass in Zukunft den jungen Mädel in Ruhe. Das ist es. Du bringst uns jeden eine halbe Bier. Du, bei euch zwei dreh ich die Hand nicht um. Tja. Und ich, blöder Hund, entschuldige mich noch, dass ich in meinem eigenen Wohnzimmer mit einer angestreckten... Moment, die Kuhne ist falsch draußen. Mir muss diesen Schmarrn nicht erzählen, gell? Magst du einen Cognac, alter Tonschart? Ja, nur her damit. Das war sehr nicht schlimm von dir, dass du mir jetzt nicht geholfen hast, gell? Da habe ich mir schon einen extra großen verdient. Naja, also, schauen wir mal. Mhm. Ja, nur ein bisschen nein. Nein, bitte schlau. Genau. Was schaffst du? Gar keinen Lippenstift. Da. Oh, Brot. Sag einmal, geht das schon länger? Was? Na ja, das mit dem Fräulein Ganzelmeier. Nein, noch nicht so lange. Wir waren gestern das erste Mal miteinander aus. Was, ihr beide da bei uns? Doch nicht da, bist narrisch, in München drin. Ja, natürlich, da kennt dich ja jeder, gell? Einige Diskotheken? Natürlich. Und am Schluss Schwabing? Ist ja klar. Ja. Und du vermutlich im Trachtenanzug, gell? Ja, freilich. Mensch, Dominik, in eine Diskothek im Trachtenanzug. Ja, wieso denn? Ja, sag einmal, bist denn du noch zu retten? Du musst ja die Sensation gewesen sein. Also dir kann man wirklich nichts erzählen, du musst alles missmachen. Warum soll ich nicht in einem Trachtenanzug in der Diskothek gehen? Was tanzt das? Freilich, wir tanzen. Ja, verrückt. Ja, warum soll ich denn nicht tanzen? Haben sie einen Zwiefachen aufgespielt? Also wirklich, mit dir kann man nichts Vernünftiges reden. Ja, sag einmal, verstehst du denn jetzt überhaupt keinen Spaß mehr? Du stehst natürlich über der Situation. Jean Cribel, Coiffeur und Parfümerie-Geschäftsinhaber daher. Jetzt wärst du aber zynisch, Dominik, gell? Schwamm drüber. Prost. Du, sag einmal, bist recht scharf losgegangen, hä? Kennst mich doch, ne? Ja, freilich. Du als Ochsenbräu wirst halt losgegangen sein wie ein Ochs. Du bist vielleicht ein alter Hirsch. Aber das eine sage ich dir, aus dem männlichen Geschlecht werde ich noch nicht so schnell austreten. Ja, ja. So. Zum Wohl. Dankeschön, Kuni. Dankeschön, Kuni, und nichts für Unglück, gell? Ja, übrigens, die Margret ist gerade gekommen. Soll ich es reinschicken? Ja, nur rede mit. Oh, jetzt wird's aber ernst, Dominik. Wieso denn? Ich halte auf alle Fälle die Daumen, gell? Wieso haltst du mir auf alle Fälle die Daumen? Ja, mein. Du redst deinen Schmarrn daher. Du weißt ja, wie es da mit deiner Mari gegangen ist. Ja, mit der Mari war ich aber verheiratet und das ist angestellt. Und das ist ein kleiner Unterschied, ne? Ja, ich weiß. Ja. Und außerdem war es der ausdrückliche Wunsch von der Mari, dass Fräulein Meier daherkommt. Ja, ist ja gut, Dominik. Ich kenne ja die ganze Geschichte. Und wenn du glaubst, dass ich mit dir was geigt, dann bist du auf dem Holzweg. Ich?
Wieso ich? Weil ich möchte einen Nachkommen, wenn Mari schon keine Kinder haben können, ne? Ja, wir haben doch schon ein paar Mal drüber geredet. Schau, du brauchst eine junge, eine hübsche, eine fruchtbare, eine reiche. Reich brauchst du nicht sein, du Spinner. Ja, ist ja gut. Dann nur jung, hübsch und fruchtbar. Mit dir kann man nichts reden. Jetzt komm nur. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Weißbartl. Grüß Gott, Frau Leimeyer. Gestatten, dass ich mich vorstelle. Jean Gribel, mein Name. Ich bin ein alter Freund des Hauses. Gribel? Oui, Madame. Französischer Abstammung, ist aber schon lang her. Ja, er hört's aber nur recht gern, der Schani. Ja, also Schani höre ich wieder weniger gern. Da komme ich mir vor wie ein Oberkellner aus Wien, aber wissen Sie, er seid ein alter Spaßvogel, der Dominik. Ja, ist alter Spezi. Ja. Freund des Hauses. Ja. Also dann, grüß Gott, Herr Gribel. Bonjour, Madame. Na, komm, setz dich doch nieder, Mann. Ja, nimm es doch Platz. Danke. Bitte schön. Sind Sie mit der Bahn gekommen? Nein, nein, ich bin mit dem Auto da. Oh, lala, gnädige Frau, chauffieren Sie selber? Ja. Gnädige Frau, chauffieren Sie selber. Mensch, nicht mehr möglich heute. Ja, was ist denn los, Dominik? Willst du deinen lieben Gast nicht einen kleinen Drink kredenzen vielleicht, oder? Ja. Ja, was hättest du denn gern? Ach, mir ist ganz gleich. Ja, ja. Na, na, na. Setz euch noch nieder, ihr zwei. Ich schenk schon ein. Magst du einen Sherry? Ja, gern. Aber nicht zu viel, Tante Kuni. Ja, und mir erlaubt's bitte, dass ich bei meinem Bier bleib, gell? Aber freilich. Kuni, ich nehme einen Bourbon, s'il vous plaît. Ja, wollen Sie zuerst ein Bier austrinken, Herr Gribel? S'il vous plaît. Also dann, Prost und willkommen. Danke. Prost. Prost. Oh, darf ich vielleicht noch ein ganz kleines Schlückerl nachschenken? Ja, aber nur ganz kleines. Bitte sehr. Danke. Madame. A la vôtre santé. Jetzt sind Sie mir aber bitte nicht böse, wenn ich das Rest da nicht noch austrinke. Aber ich glaube, es ist auch gescheiter, die Kuni zeigt mir zuerst mein Zimmer. Ja. Da kann ich mich ein bisschen einrichten, ja, bevor das hier in eine Begrüßungsparty ausartet. Ja, ja. Das können wir dann am Abend immer noch nachholen. Ja, okay? Wie Sie meinen, Frau Meier, lassen Sie Ihnen von der Kuni alles zeigen. Ja, also dann, für Gott dabei, die Herren. Auf Wiedersehen. Im Moment, Madame. Wenn Sie vielleicht am Kopf was brauchen, ein bisschen auffrisieren, ein leichtes Föhnwellerl à la Lady Di, Jean Gribel stets zu Diensten. Dankeschön. Bitte sehr. Herrschaftszettel. Hüschgas, das ist. Du bist vielleicht ein alter Depp. Ha? Aber ich weiß nicht, kommt mir irgendwie bekannt vor. Wieso habt ihr euch schon einmal irgendwo getroffen? Ich glaube nicht, aber irgendeine entfernte Ähnlichkeit. Mensch, Dominik, diese Frau ist einmalig. Du, die hat eine Ausstrahlung wie die Venus. Ja, brauch aber keinen Himmelskörper, ich brauch eine Wirtschafterin. Du brauchst mit deinen 54 Jahren und dem Mordsbetrieb natürlich wieder eine Frau. Herrschaftszeiten, Dominik, du kannst doch nicht als Witwer versauern, oder? Was heißt denn da versauern? Aber du weißt doch ganz genau, alter Spezi, dass meine Frau 6 Jahre älter war wie ich und das Heft ziemlich fest in der Hand gehabt hat. Weiß ich, sag's nur gerade raus, dass du unter dem Pantoffel ja, stand. Bitte, meinetwegen, aber jetzt kannst du mir's doch nicht verdenken, wenn ich in puncto Weiblichkeit, also sagen wir mal Privatin, an ein bisschen was Jüngeres denke. Ein bisschen ist gut, Dominik. Du möchtest ja am liebsten gleich einen Teenager. Dominik, Dominik, das ist vermutlich die Midlife-Krise. Aha, hast du da Erfahrung? Nein, mein Lieber, sowas kenn ich nicht. Das ist schon über.
50er bin, das ist mir völliger Wurscht. Korridorschlusspanik hab ich nicht, ich fühl mich immer jung. Verehre ich ein Weiberlein, dann komm ich leicht in Schwung. Vor Havel ist mir ausgefallen nur, die Schläfen sind kaum grau. Mit einem Wort, ich bin als Mann die allergrößte Schau. Bei uns ist ein Mordsunterschied, wenn ich in den Spiegel schau. Schau mir zwei in Spiegel nein, dann sind wir gewiss ganz baff. Dann siehst du, wer neben deiner steht. Ein eitler alter Rock. Heute bist du ja wieder besonders freundlich zu mir. Kein Mitleid-Krisis kenn ich nicht, es ist fast nichts zum Glauben. Ich fliegert gern als Läuberin, am liebsten zu die Dau. Zu dir jedenfalls nicht, und ich sage dir, du kannst mir jetzt höchstens einen Kaffee kochen. Remi. Bredel soll ich mir legen, hat die Kuh nicht gesagt. Aber das nutzt jetzt auch nichts. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Servus, Dominik. Grüß dich. Ja, was ist denn mit dir los? Wieso liegst denn du auf dem Tisch? Mensch, mir tut vielleicht mein Kreuz weh. Ja, ja, ein altes chinesisches Sprichwort sagt schon, wenn es hinten weh tut, dann soll man vorne. Du, jetzt hör mal auf mit dem chinesischen Sprichwort, sondern hilf mir lieber runter vom Tisch. Mein Kopf ist mir aufpumpt. Halt! Halt! Dominik, bleib liegen. Nein. Mir fällt was ein, das werden wir chiropraktisch packen. Was willst du machen? Chiropraktisch packen. Du, da bist du nicht, weißt du, bleib liegen, sag ich. Bleib liegen, das werden wir. Nein, bleib liegen, das werden wir gleich haben. Nein. Ich hab da eine gewisse Erfahrung. Pass auf, fangen wir gleich mit Diffusreflexe an. Moment. Nein. Unterschenkel, Kniescheibe, Oberschenkel. Auf. Ah, da. Oh. Ja. Du darfst dich natürlich nicht wehren. Locker, locker, entspannen. Aufhören! Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Reflex, so. Und jetzt packt man Corpus Delicti, pass auf! Auf das Kitzel! Ja, reiß dich doch zusammen! So, Moment! Und jetzt kommt's Kopfball dran! Das wird jetzt ein bisschen wehtun, pass auf! Also, aufhören! So, Adela! Jetzt langsam! Langsam herunter. Vorsichtig, vorsichtig. Langsam, pass auf, dass da nichts rausspringt. Der Tisch nicht auf. Stütt. So, wenn du stehst, sagst man's. Ja, jetzt. Stehst steh, jetzt? Ja. Dann packen wir den Abschlussgriff. Was? Centrus nervicalus. Ah! Oh. Hey, du, Schani, ich glaub, das wird schon besser. Ja, was hab ich da gesagt? Ja, was zitterst denn du so, Gori? Ja, ich hab geglaubt, du bringst ihn um. Geh du hier, so du. So was nennt man Chiropraktik. Chiro was? Praktik. Na, im Ernst, Schani? Hä? Ich glaub, das ist gut. Hey, jetzt sagst du nichts mehr. Dominik, da ist dein Bier. Ja. Mein ist das zusammengefallen. Das kannst du selber saufen, gell? Dankeschön. Ja.
Schier Rocco, mag ich ja sagen, und wuselten rum wie der Bäcker sein Teig. So. Du, Schani. Das ist wie wegblasen. Naja, eigentlich wollte ich ja Arzt werden, aber du weißt ja, als einziges Kind meiner Eltern und dann das Geschäft. Ne? Ja, ja, und als Friseur kannst du auch weniger Unheil anrichten. Da wächst alles wieder nach. Ja, ja, du musst natürlich alles ins Lächerliche ziehen, jetzt, wo ich dir geholfen habe. Ja, hab, also, Prost, Gianni. Prost. Sag einmal, arbeitest du gar nichts mehr? Heute ist doch Montag. Ruhetag der Coiffeur. Ach so. Und was ist mit dem Squash? Ach, das läuft mir nicht davon. So. Da warst du aber am Anfang so begeistert. Ja. Die vielen tollen Bienen, die da spielen, nicht? Ja, weißt du, Dominik, es sind auch sehr viele tolle Wespen dabei. Ah. Ja. Ja, 52 wirst du jetzt, gell? 53 werde ich. Sag aber der Frau Margret nichts, gell? Wieso denn? Ja, ich hab zu ihr gesagt, ich bin 46. Da liegst du nieder. Wieso denn? Ich schau doch wesentlich jünger aus, ja, oder? Ja, ja, warum hast du nicht gleich gesagt, du bist 36? Ach, hör doch einmal mit dem Blödeln auf. Prost, Gianni. Prost. Durchtrainierter Sportstyp wie ich, gell? Mit der Wampen da. Ja, du musst reden mit deinem Gnädel, Friedhof. Mich wundert's eigentlich, dass du nicht weiter bist bei der Margret. Ja, weißt du, Dominik, da muss man sehr behutsam vorgehen. Freilich, freilich, freilich. Schau, eine Frau wie die Margret, die kann man natürlich nicht mit gewöhnlichen Maßstäben messen. Und demzufolge ist es auch nicht opportun, etwas übers Knie abzubrechen. Ja, 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 ich verstehe das schon. Ja. Na, na, das verstehst du nicht. Du nicht. Wenn ich nur an die peinliche Szene denke mit dem Freund Ganselmeier, da um den Tisch um. Komm, komm. Das war doch bloß ein Gaudi. Ja, solche Späße liebt die Frau Marge zum Beispiel überhaupt nicht. Dunkel. Wie oft war es jetzt aus mit dir? 4-mal. Ja, und? Was hat sich getan? Was hat sich getan? Was hat sich getan? Mein Gott, bist du ein Banause. Ja, du gehst 4-mal mit einer Frau aus, du. Ja. Da kriegst du dann schon, wie im Buch steht, und es passiert nichts. Ja, ich hab dir doch gesagt, dass ich... Na, erst einmal gestern bei uns dabei sein sollen. Wieso warst du vielleicht schon wieder mit der Kanzelmeier bei uns? Ja, freilich. Im Trachtenanzug. Ja, natürlich. Da war vielleicht was los. Komm, das musst du mir sofort erzählen. Geh weiter. Ja, erst einmal... Schön essen beim Juckermann. Sehr vornehm. Dann ein Pummelkreuz und quer durch Schwabing. Ja, was? Und am Schluss Teilnahme an einem Wettbewerb im Rock'n'Roll-Tanz. Du und Frau Ganselmeier. Ja, ich und die Cornelia. Ich dran und durch. Ja, von mir aus. Und da, weißt du? Ja. Bei so einem Hüftschwung. Ja. Da ist passiert. Was? Im Lokal? Rimpf ich mit meinem Kreuz. Ich habe einen solchen Schrei getan, dass die Musik gleich aufgehört hat zum Spielen. Ach so. Ich war froh, dass ich noch ins Auto rausgekommen bin und dass die Cornelia gefahren ist. Ja, das glaube ich dir gern. Und einen Affen habe ich benackert. Du, das kann ich mir gut vorstellen, Dominik. Im nüchternen Zustand hättest du doch niemals bei einem Rock'n'Roll-Wettbewerb teilgenommen. Und das Kreuz hat mir wehgetan. Ja, das glaube ich, das Kreuz. Ja, und das andere dann? Was ist das andere? Ja, du hast doch vorhin gerade noch durchblicken lassen, was du für ein Draufgänger bist, ne? Mit dem Kreuzweh? Hm? Ha, da hätte ich die sehen müssen. Da hättest du einen Notarzt kommen lassen, wenn dir das passiert wäre. Ausgerechnet ich, ein durchtrainierter Sportsmann, wie ich geweiht. Okay, komm. Ja, sag einmal, dann ist also gar nichts passiert. Geht zu, mit dem Hexenschuss und dann noch Dings da, ne? So, guten Morgen, die Herren. Oh, morgen. Guten Morgen, meine teuerste Frau Margret. Oh. Bald, meine teuerste Frau Bauer. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Oh, das braucht's aber nicht. Ach, wie eiskalt ist das Händchen. Nein, die schönen Rosen, Herr Krebel. Ach, ist doch nicht der Rede wert. Zum Dank für den gestrigen Abend. Oh, pst. Sie
Sie haben mich überglücklich gemacht. Ich bin gleich wieder da, Herr Krebell. Ich tue es nur schnell in der Vase. Ja. Okay? Sie haben mich überglücklich gemacht. Ja, von einer gepflegten Konversation hast du natürlich keine Ahnung, gell, Dominik? Wie eiskalt ist die Held? Du werd einmal was sagen, lass mich nur die gepflegte Konversation machen, dann lass ich dich die Jungen ganz am Tisch rum. Da red doch keine Sparte. Ja, Sie haben ja heute einen freien Tag, Herr Krebell. Ja, und deshalb wollte ich mir erlauben, Sie zu fragen, ob Sie nicht vielleicht Lust hätten, mit mir eine kleine Spritztour nach München zu machen. Ich würde mich überglücklich schätzen. Aber, Herr Krebell. Sagen Sie doch schon zu mir, Sie Problem, Madame. Gucken wir uns hin. Ja. Herr Krebell, ich bin hier beim Ochsenbräu angestellt. Ja, ich weiß. Ja, und bekomme mein Gehalt bestimmt nicht dafür, dass ich mit Ihnen Spritztouren mache. Also, Frau Marke, dass wir da was klarstellen. Sie können sich jederzeit freinehmen, wenn es der Betrieb erlaubt. Andersmal wird es dann wieder später, ne? Na also, er ist doch kein Ausbeuter. Nein, nein, da fangen wir gleich gar nicht an mit sowas. Sie und bei einer schönen Frau kann der liebe Dominik schon gar nicht Nein sagen. Gilt, Domi? Das ist vielleicht ein alter Schmarrer. Sieh, ich hab da eine andere Idee. Vielleicht reiten wir heute Nachmittag aus. Im Reiterhof zu Bulling leihen wir uns zwei Pferde. Aber Herr Krebell, ich kann doch nicht reiten. Wo denken Sie denn? Durch die Wälder, durch die Auen, ach, die Leute werden schauen. So, da ist jetzt der Niki. Ja, grüß Gott. Da bist du ja endlich. Grüß die Bur. Grüß die Mama. Ja, Moment einmal. Ich hab gemeint, das ist ihr Neffe. Wieso sagt denn der Mama zu Ihnen? Nein, das ist eine lange Geschichte. Naja, so lang ist die Geschichte auch wieder nicht, Tante Kuni. Das ist nämlich so. Du, ich glaube, dass das die Herren gar nicht so sehr interessiert. Doch, doch, Frau Marke, das interessiert uns sogar sehr, gell, Dominik? Ja, das würde ich auch sagen, aber jetzt sagen wir zuerst einmal gescheit grüß Gott zueinander. Grüß Gott. Sie sind also der Herr Weißbartl. Mhm, du bist also der Herr Niki. Ja, aber ich hab Sie schon irgendwo gesehen. So? Sie kommen mir verdammt bekannt vor. Ja, ja, also ab und zu komme ich schon rein nach München, ne? Nein, nein, ich glaube, ich habe Sie schon öfters gesehen. Ja, ist ja nicht, dass Sie wisst. Aber ich komme schon noch drauf. Mhm. Naja, Niki, und das ist der Herr Krebell. Jean Krebell, mein Name. Hab schon gehört von Ihnen. So, das freut mich aber. Ja. Na komm, setz Sie doch nieder, Bub. Der Gori bringt gleich die Weißwürste. Ja, das ist eine gute Idee. Gori, bringt Weißwürste. Ja, ich bin schon unterwegs. Ah, so, da kommt er schon. So. Und die Teller bringen ja gleich. Ja. Ja. Also, ich is nix, gell. In meinem Alter muss man mit dem Essen sparsam sein. Ja, also, ich kann jetzt leider auch nicht. Kuni, das war ein guter Einfall von dir. Ja, da her. Der Herr Griebe sagt wieder du zu mir. Was so ein paar Weißwürste ausmachen. Aber gehen's, Freund Kuni. Sag doch immer du zu ihnen. Das ist gut, Herr Kribbel. Oder Kribbel. Kribbel, bitte. Aber was ist gut? Weil Sie gesagt haben, ich sag doch immer du zu ihnen. Ach so. Die Weißwürste sind heute vom Metzger Hofmeier. Ja, ja, der macht bei uns heraus und die Besten. Greifst du dazu? Ja, sind ja nur da. Au! Oh. Lass mir gleich deine Knoten heraus. Oh Gott, Santi Kuni. Gori, da, schau her. Da. Danke, Frau Margaret. Bitte schön. Der hat doch schon Brotzeit, ne? Ja. Eine Weißwurst springt mir immer noch unter. Du sagst es, Dominik. So. So. Danke. Mama, magst du ein Stück? Na, danke schön. Hast du Angst, dass ich verhungert? Ich trag mein Leben lang ein paar Pfund zu viel mit mir rum. Aber gehen's, Frau Margret, ja. Wie kommen Sie auf diese absurde Idee? Ja, denn Sie sind doch genau richtig. Das sag ich auch. Eine richtige Mutter darf ruhig ein paar Pfund mehr haben. Ja, ja. Ja, totally. Aber passt mal, Stand. Wie ist es mit dem Neffen, der zu Ihrer Mama sagt? Ja, das ist nämlich so. Mit dem ist aber gern von der Tante selber erfahren. Da soll's halt die Margret sagen. Ja. Tja, mei, wo fange ich da an? Am besten von vorn. Ja. Ja. Am besten da, wo der Schwester wieder heimgekommen ist. Ja. Mhm. Also, ihr Verlobter ist beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Oh, oh. Ja, das Aufgebot war schon bestellt und er da, er war halt auch schon unterwegs. Ja. Ihren Dienst hat's aufgeben müssen und dann ist er halt wieder heimgekommen. Naja, nach 6 Monaten ist er dann da gewesen, aber bei seiner Geburt hat es leider eine Komplikation gegeben und seine Mutter ist gestorben. Ach, okay. Naja, und von da ab war er einfach mein Kind. Er hat Mama zu mir gesagt und dabei ist dann auch blieben. Hey, Niki, du. Ja, ja.
für Tante Kuni? Du kennst doch die alte Geschichte. Es ist halt immer wieder so schön traurig. Okay, es ist doch schon so lange her, Tante Kuni. Fast 23 Jahre. Ja, ja und? Weiter? Ja, mei, da gibt's nicht mehr viel zum Erzählen. Der Bub ist nach der Volksschule 2 Jahre auf Handelsschule gegangen. Mhm. Und dann ist er in der Lehre gekommen. Ah, ja, ich bin Koch. Oh. Ah, Koch ist er, da schon her. Ja. Ich bin ja in einer Wirtschaft aufgewachsen. Ja, ja, beim Sohn von meinem Bruder. Ah. Ich weiß natürlich naheliegend, dass er Koch lernt. Genau. Ja, Moment mal, Moment mal. Dann ist ja die Kuni eigentlich ihre Großtante. Ich sage Tante zu ihr, genau. Ja, das ist mir schon lieber Bub. Naja, mit 20 hat er ausgelernt und jetzt ist er schon 2 Jahre lang beim Jockermann. Mann, da muss ich mir ein anderes Lokal suchen. Ja, ihr wisst schon, wer der Jockermann ist. Ja, nicht, wenn wir es wissen. 3 Sterne? Ach, okay. Da gibt's zwei gar nicht so viele Lokale, die 3 Sterne haben. Ja, Dr. Kuljak, Micky. Freilich, gerne, Weißpanzer. Nur ganz wenig, Dominik. Ja, ist halt ein rechter Jungverderber, der Dominik. Gell, Freund Kuni? Jetzt sagt er wieder Sie zu mir. Komm, Margret, tragen wir das Geschirr. Ja. Darf ich ein bisschen behilflich sein? Okay. Ja. So. Irene. So, danke schön, Herr Bitte Grebel. Sehr. Ist das Ihre verstorbene Frau, Herr Weißbach? Ja. Das ist dann 3 Monate her. Darf man fragen, wie alt war es denn? 60. Ui, eine saubere Stereoanlage kommst du. Darf ich mal die Platten anschauen? Ob es halt dein Geschmack ist, ne? Sind ja die Irren. Aha, Louis Armstrong, den höre ich mir auch gern an. Ja, wissen Sie, Nicke, seine verstorbene Frau hat halt gar nicht viel übrig gehabt für einen Dean Martin, Frank Sinatra, Fats Domino. Dean Martin ist zwar auch nicht gerade mein Geschmack, aber Fats Domino, da sage ich nicht nein. Fats Domino heißt er. Eben. Mmh, Mahalia Jackson, da schau her. Wie schaut's denn mit Reggae aus? Nein, das schaffe ich nicht mehr. Kein Reggae. Schaut sie den Niki unsere Stereo an. Ja, ja. Das glaube ich, dass die das interessiert. Kuni, da steht der Schnaps am Tisch, schenkt er nicht. Dr. Schinn. Prost. Prost. Herr Weißbartl, Ihre Frau Rhein, den Kutzhof, hätte ich mir auch noch ganz gerne anschauen. Ja, dann gehen wir doch gleich. Ja, und ich leiste inzwischen den Damengesellen. Ja, also mein Vater. Du gehst schon mit. Ja, aber ich kenne doch ja, schon alles, schon Dominik. Aber du gehst mit. Ja. Der Gescheitere gibt nach, Herr Grebel. Ja. Oui, Madame. Ja, oui, Monsieur. Da geht's nach. Ja, ich weiß es ja. Nee. Na, was ist jetzt mit dir, Gori? Bloß noch ein Tröpfel. Ja, ja. Na, schau her, Gori. So. Vergiss Gott. Oh, und jetzt aber ab. Du alter Säufer, du. So, Margret. Und jetzt schenken wir zwei uns auch einen. Ja. Okay? Jetzt komm her. So. Okay. Also. So. Prost. Prost, Tante Kuni. Gut. Ja. Du sag mal, war das jetzt richtig so, wie ich die Geschichte erzählt hab? Ja, das war ganz recht so. Sag, wann willst du es jetzt dem Niki sagen? Zeit wär's. Ja, und wie bringen wir so Dominik ja, bei? Jetzt nicht zu hudeln, Tante Kunitz. Erst muss einmal der Niki erfahren. Na ja. Morgen sag ich's ihm. Also. Na, du, das ist nicht so einfach. Ja, freilich nicht. Der Bub glaubt ja immer noch, dass sein Vater verunglückt ist. Er war schon 12, wie er mich zum ersten Mal gefragt hat, wer sein Vater ist. Ja, Kuni, für ihn war seine Welt in Ordnung. Mein Bruder, sein Onkel war da. Meine Schwägerin Sophie. Und ich, seine Mama. Ja, der Opa war ja die ersten 11 Jahre auch noch da. Genau. Da ist der Vater natürlich nicht abgegangen. Na, na, es war schon richtig so, dass du ihm die Geschichte mit dem Unfall erzählt hast. Naja, dass ich seine Mama bin, das war ja für ihn sowieso sicher. Ja. Warum hätte er dran zweifeln sollen? Freilich. Naja, aber dann hat er für seine Lehrstelle eine Geburtsurkunde gebraucht und da ist dann aufgekommen. Nein. Naja, dann habe ich ja mal gesagt, dass ich nicht seine Mama, sondern seine Tante bin. Ja. Kunin hat der große Bub, du, der war ja damals schon über 17.
Er hat so geweint und geweint. Es war furchtbar. Ja, aufwagen. Dann hat er immer so an mich hingedruckt. Dann hat er immer gesagt, Mama, Mama, sag doch, dass das nicht war. Ja, wie konnte sie mir hören? Ach, Kuni. Du, mir zwei wären aber auch nicht mehr gescheiter. Weinen da wegen Sachen, die längst vorbei sind. Ich darf gar nicht mehr dran denken. Damals, da herin war's. Marie ist da gesessen, wo du jetzt sitzt. Ja. Setz dich nieder, hat sie gesagt. Also noch nie hat sie zu mir gesagt, ich soll mich niedersetzen. Ja. Ne? Ja, was ist jetzt los? Man denkt, ich habe ja gar keine Ahnung gehabt. Ne? Und dann hat sie es gesagt. Mina ist vom Dominik schwanger. Also ich habe geglaubt, ich höre nicht recht. Was, habe ich gesagt? Ja, hat sie geschrien. Die Mina ist vom Dominik schwanger. Und mit dem Feist und den Tisch, mein Gott. Mein Margaret, ich darf gar nicht mehr dran denken. Ich glaube, die Ehe war nicht besonders glücklich. Hm? Na ja, vielleicht, weil er der Jüngere war. Er war ein sauberer Bursch. Du, ich weiß noch, Mena hat einmal ein Bild von ihm mit heimgebracht. Als Student ist er drauf, weißt du, so richtig mit Mütze und Couleurband. Du, das kenne ich. Ja? Wir haben das Gleiche. Aha. Na ja, und zum Niki habe ich dann immer gesagt, dass das sein Vater ist. Ja, das stimmt ja sogar. Ja. Jetzt pass auf, da ist das alles. Und das Bild ist ziemlich weit hinten. Jetzt pass auf. Da ist er. Ja. Da ist er als Student. Hat doch in Weihenstephan studiert. Nein, ich weiß alles. Du, eines Tages ist Mena heimgekommen. Mit ihrem Koffer ist da gestanden. Die Augen rot und geschwollen vor lauter Weinen. Jetzt bin ich wieder da, hat sie gesagt. Und jetzt gehe ich nicht mehr weg. Ja. Hat sie mir das alles erzählt, wie es zu Frau Weißbartl hingegangen ist und wie sie das gestanden hat, dass von ihrem Mann ein Kind kriegt. Es wird alles bezahlt, hat Frau Weißbartl gesagt. Machst das weg oder tragst das aus? Gibst das her oder ziehst das selber auf? Es wird alles bezahlt! Aber ich nehme kein Geld, hat Mena gesagt. Recht hat's gehabt. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich da. Mein Kuni, du, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ja. Wie gefällt er dir denn? Wer? Nein, wer denn? Der Dominik halt, ne? Ich bin hier als Wirtschafterin angestellt. Kann mir doch das völlig gleichgültig sein, ob mir mein Arbeitgeber gefällt oder nicht. Hm? Er gefällt dir also. Hm? Er schwärmt aber mehr für die Jüngeren. Na ja, fürs Freund Ganselmeier vom Büro zum Beispiel. Geh, okay, bei denen zwei geht noch nicht viel. Das darfst du mir glauben, Margret. Ja, ja. Du wirst kaum dabei sein, oder? Margret, glaub gleich gar, du bist ein bisschen eifersüchtig. Geh, Kuni, wie kommst du denn da drauf? Er gefällt dir also. Hm? Ja, doch. Doch, er gefällt mir schon. Na, warte, Margot, das kriegen wir dann schon. Aber was willst du da machen, Tante Kuhn? Ja, wir brauchen jetzt eine Strategie. Was? Ja. Auf alle Fälle musst du mit dem Schane recht schön tun. Aber auch nicht wieder zu viel. Nur so viel, dass es dem Dominik sein Interesse geweckt wird. Und er vielleicht auch ein kleines bisschen eifersüchtig wird. Hm? Du, ich glaube, beim Herrn Jean Grebel, da brauche ich mich gar nicht anstrengen. Der zappelt nämlich schon an meiner Angel. Ja, was? Ja, schau dir mal den wuchtigen Rosenstrauß an. Du, und nicht zum ersten Mal. Nicht schlecht. Ich sag's ja, im dritten Frühling, wenn's kommt, dann wird sogar ein alter Hirsch zum Rosenkavalier. Ja, wird so ein Mannsbrötting gar nimmer gescheit. Ein 50er am Buckel, aber kupfert er ins Weit. Kaum senkst wo er weiberts, wird's Herz wieder jung. Drauf grinst Leiern, Gusto und Ham an Mordsschwung. Doch sonst zwickt's der Weder am Beuter und beutert. Bloß wenn's recht verliebt, sind's an Schmerzen gleich fort. Da treibt's ja nicht Eigel gleich raus und das wird. Da wird sogar so ein älterer Esel, der geht gern aufs Eis. Er möcht von einem Mädel ein Liebesbeweis. Er lasst sich was kosten und schenkt ihr einen Schmuck. Sie nimmt ihn mit Dank an und weist ihn nicht zurück.
Doch wie er dann endlich ums Handel heut an, da sagt sie ganz ehrlich, ich hab schon einen Mann. Grau schmeißt in die holde Braut aus zu der Tür. Das war's davon, du alter Dirsch, als Rosenkavalier. Ich war auch ein Jungsmadel, damals vielseits begehrt. Da haben mich die Männer ganz narrisch verehrt. Ja, hätte ich bloß nicht so oft Nein gesagt dazu, dann wär ich nicht ledig, so saudum geht's zu. Zwar krieg ich noch Anträge von reizenden Herren, doch die jüngeren Jahrgänge, die hab ich nicht so gern. Und die Reifen fallen öfter vor Mädel auf mir. Ja, da wär dann so. Kannst du dir das raussuchen, was du magst? Kaffee, Bier, Wurst, Semmel? Nix zum Essen, Gori. Bitte nix. Ja, nachher lass halt stehen. Nein, so einen Kaffee trinke ich. So. Was willst du denn mit dem Bier? Tun wir gerade das Bier weg. Ja, das ist ja sowieso für mich. Prost. Oh, herrlich. Ochsenbrei Spezial. Das Bier für den Kenner. Prost. Um 2:30 bist du wieder heimgekommen, gell? Jetzt brauchst du bloß noch sagen, dass du auch aufpasst, wenn ich heimkomme. Ja, was heißt denn da aufpassen? Du warst ja laut genug. In meinem Alter hat man den Schlaf nicht mehr so tief. Die Kuni lauert auch. Ich lauere ja nicht. Aber wenn du zuerst die Treppen halb rauf und wenn du nachher drum bist, wieder halb runterfallst, na ja, da ist doch kein Wunder, wenn das ganze Haus aufwacht. Wo sind sie überhaupt alle? Zum Einkaufen sind sie nach Landshut. Ach so. Ja, da haben wir einen guten Griff gemacht. Mit was? Ja, mit der Margaret natürlich. Naja, ja. 4 Wochen ist jetzt da und schmeißt schon den ganzen Gastwirtschaftsbetrieb. Ja, froh bin ich. Ja, deine Mari hat's nicht besser gemacht. Weißt, an wen mich die Margaret erinnert? An wen? An die Mena. Du hast das bestimmt nicht vergessen. Nein, bestimmt nicht. Wie alt werden die Mena jetzt? 42. Sicher ist verheiratet und hat Kinder. Hör auf, Gori, was vorbei ist, ist vorbei. Ich weiß noch gut, wie es gekommen ist. Wie lange ist es das schon her? Am 1. September waren es 24 Jahre. Ja, ich hab gerade angezapft und hab alles gehört. Kein einziger Gast war im Lokal. Deine Frau, die ist am Stammtisch gesessen. Du heißt Philomena. Hat's gesagt, wir werden Männer zu dir sagen. Daheim sagen sie auch Männer zu mir. Hast du einen Freund? Nein. Kind ist auch keins unterwegs. Nein. Und über den Lohn haben wir ja schon geredet. Der Berchtesgadener Jackerl hat's angehabt. Ja. Weiße Gnierstrümpfe und schwarze Schuhe. Ja, und da. In die Ohrlapperl, so kleine silberne Ohrringe. Ja. Und die Haare, die waren mit einem schwarzen Bandel zusammengebunden. Ja. Ja. Und dann höre ich deine Mari weiter. Ist er doch recht, wenn man du zu dir sagt? Ja, freilich. Du bist da als Kellnerin und nicht als Animierdame, das ist er doch klar. Ja, freilich.
Nicht, das geht mir mit der vorigen Bedienung. Das da ist ein anständiges Haus. 8 Monate warst du da. Und dann war es von heute auf morgen verschwunden. Vom ersten Tag an war ich verliebt in das Mädel. Ja. Ich, alter Depp. Ich hab's schon gemerkt, ja. Jetzt, ja. Dich hat's ja noch viel Ärger gehabt. Ja, das glaubst du. Ja. Dominik, wenn's jetzt die Zeit zurückdrehen könntest, was das denn dann machen? Gori, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Ja, ich meine auch bloß. Na, hör auf, ich will nichts mehr davon hören. 3 Briefe habe ich geschrieben und hab keine Antwort gekriegt. Na ja, logisch. Ich war ja auch verheiratet. Ja. Und das war ein reiner Zufall, gell? Ich mach grad die Malzkammer dir auf. Ja. Er ist drin. Ja, ist schon recht, Gori. Jetzt hör noch wieder auf. Ja. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, dass da wer drin sein kann. Nein, du hast nicht gehabt. Ja. Wenn ich gewusst hätte, dass es hier zwei sind. Ja, Gori, es ist ja dann gut. Dann wäre ich natürlich nicht drin. Ja, jetzt hör noch wieder auf. Ja. Ich hätte leicht ihr Vater sein können. Oh mein. Der Mensch ist doch ein Rindviech, solange er warm ist. Servus, Dominik! Was willst du? Du, der Schreck! Ja, wärst du überhaupt nicht mehr gescheit. Geh, du schaust! Ja. Wieso, du? Ich huldige jetzt dem Radrennsport. Ich bin eben vielseitig, ja, nicht? Vielseitig damisch bist du. Du, keine Verbalinjurien, wenn ich bitten darf. Ne? Kann man bei euch was trinken kriegen? Ja, bitteschön, da draußen. Hallo Wirtschaft! Eine Masse Spezial! Heute ist zwar Ruhetag, aber weil das du bist, scheine. Danke, Gori. Und, hast du gestern abgeschnitten? Okay, lass mir doch mal Ruhe. Und du? Du bist jetzt unter die Radrennfahrer. Ja, Freilich, Fitness, Fitness. Ja, da dein Bier. Jetzt möchte ich schon wissen, was da zum Lachen gibt. Das möchte ich wissen. Ja, du natürlich auch. Komm schon mal mit, schaut zum Fenster raus, zeig euch was. Ja, lass dich gleich mal raus und geh raus. Und was sagst du zu dieser Rennmaschine? Ja, also ich bin sprachlos. Gell? Wie ist jetzt das? Glaubst du, der Hasel ist doch ein selten blödes Exemplar? Wie ist jetzt das mit dem Sattel? Ja, das ist natürlich ein Rennsattel, Gori, nicht? Ja, ich meine ja, wenn du da drauf sitzt. Ja, was soll denn das sein? Ja, sichtbar da überhaupt noch was von dem Sattel, wenn du da drauf sitzt. Oder verschwindet der ganz in deine Eingeweide. Ihr seid sie vielleicht ein paar blöde Hirschen. Völlig unsportlich, ist ja wahr auch. Man braucht euch zwei bloß anschauen. Und das mag ich ja sagen mit der Wampen. Du gibst doch zu, dass du 20 Pfund zu viel hast. Nein, Dominik, mein Gewicht stimmt haargenau. Ein bisschen zu klein bin ich halt dafür. Ne? Ja, ja. Weißt du was, Bader? Nein. Dann brauchst du ja nicht abnehmen. Da brauchst du ja bloß wachsen. Du bist schwindig, ey. Er war gut so für das. Ja, du auch natürlich, ey. Da fang ich nur wieder. Jetzt sag mal, was hat denn das Rad gekostet? 2600 inklusive. Ja, um Gottes Willen. Mhm. Ja, und reiten tust du gar nicht mehr? Na, selten. Du, man kann sagen, fast gar nicht mehr, gell. Squash. Na, Dominik, weißt du, da ist mir zu viel junges Gemüse da. Aha. Mhm. Ja, wie bist du denn ausgerechnet aufs Radfahren gekommen? Ja, Dominik, Radfahren ist doch in bei diesen Benzinpreisen. Ach so, weiter. Ja. Der wahre Grund, unter uns gesagt, ist der, dass die Frau Margret gewisse Andeutungen gemacht hat. Ganz diskret natürlich, nicht wahr? Andeutungen? Was denn für Andeutungen? Ja, bezüglich meines Körpergewichts. Ach, dass du zu fett bist.
Ich und zu fett. Also weißt du, Dominik, manchmal hast du schon eine vulgäre Ausdrucksweise. Dass du aufs Gymnasium gegangen bist und später auch noch studiert hast, nicht zum Glauben. Ja, jetzt hör mal wieder auf mit dem Schmarrn. Ich habe natürlich nicht Medizin studieren dürfen, meinen Wunschtraum erfüllen. Ich habe das elterliche Geschäft übernehmen müssen. Ja, nicht ablenken, Gianni. Wir haben von dem Ranzen geredet. Okay. Du glaubst ja gar nicht, wie diskret und gefühlvoll sie mir zu verstehen gegeben hat. Dass dein Ranzen zu groß ist. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Und jetzt das Radl fahren. Ja, selbstverständlich, du, ich werde aber sagen, nach jeder Fahrt wiege ich so circa ein Kilo weniger. Aha, und saufst gleich ein Mastbier drauf. Logisch, ja. Aber erst nach dem Wiegen. Prost! Ja, ja, aber bevor du jetzt da trinkst, müsstest dich eigentlich bei der Frau Margret anschauen lassen, ne? Ach, die Frau Margret. Das ist eine Frau, sage ich dir, eine. Eine Grande Dame. Eine Grande Dame? Ja. Mit anderen Worten, du bist noch nicht weiter bei ihr. Meinst du? Wie hast denn du dann gestern abgeschnitten? Bei der Mademoiselle Ganselmeier? Ach so. Ja, ich bin gestern ein bisschen früher gefahren und bin noch in Hackelbrei in Freising eingekehrt. Moment, Moment einmal, ich glaube, ihr wart in Schwabing. Natürlich waren wir in Schwabing. Ja, und da bist du schon früher gefahren? Ja, ja, weißt du, der Niki ist auch gekommen. Aber der Niki ist auch? Ja, der tollste. Der ist zufällig in das Lokal gekommen. Ne? Ach so, zufällig, ganz zufällig. Ja, ja, ganz zufällig. Und ich habe ihm nur gesagt, er soll sich zu uns an den Tisch setzen, weißt du. War ja nicht schlecht. Mein Kreuz hat mir noch wehgetan. Und da war es ganz gut, dass die Cornelia jemand gehabt hat zum Tanzen. Nicht? Ja, ist ja klar. Und noch dazu einen, der es kann. Nicht? Ja. Ja, und dann bist du gefahren. Ja, und dann habe ich noch bis 2 Uhr Schafkopf gespielt und dann habe ich mich heimfahren lassen. Weißt voll was, wie eine Strandhaubitze, gell? Ja, ja. Ach, so ist die Geschichte. Ja, ja. Du und ich haben mir schon Gedanken gemacht, was ich euch zwei zur Verlobung schenke. Es gibt ja noch eine andere junge Mädel, ne? Da hast du recht, Dominik. Prost! Ja, Prost. So. Und jetzt sei mal ehrlich zu deiner alten Spezi. Hat er das ausgespannt, der Niki? Mir kannst du ja ruhig sagen. Also, direkt ausgespannt kann man nicht sagen. Danke, Dominik, danke. Du brauchst gar nicht mehr weiterzureden. Ich weiß Bescheid. Gott sei Dank kann mir das bei der Frau Margret nicht passieren. Weißt du, die Beziehungen von der Margret und von mir, ich weiß nicht, ob du mich richtig verstehst, die sind ja weitgehend platonisch zu nennen. Was denn? Was weitgehend denn? Platonisch. Ja, 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 ja. Geh weiter, alter Spezi. Gehen wir es doch zu, wie es ist. Was? Wir beide haben nicht die Erfolge, die wir eigentlich verdienen. Und deswegen schauen wir uns ganz schnell nach was anderem. He? Ja, du vielleicht, Dominik, du, ich nicht. Ich werde weiterhin um die Gunst meiner auserwählten buhlen. So lang, bis sie mich gehört hat und dann... Wo schuhe, Mama? Tatsächlich, der Gori hat ihn schon vorbereitet. Ja, lassen Sie gerade wieder Ihren Bauch raus, Herr Griebel. Das ist doch was Blödsinn. Na, was sagt's? Hab ich euch zu viel versprochen? Ja, ja, lacht's nur alle. Ich verzeih euch. Ja, da haben Sie recht, Herr Kribbel. Dann ist das Ihre Maschine, die da draußen steht. Ja, Niki, wenn Sie nichts dagegen haben, ist das meine Maschine. Ja, aber Sie müssen mich jetzt entschuldigen, ich muss schnell nach Hause unter die Dusche. Ich bin ja immerhin 25 Kilometer gestrampelt. Ja, nicht? Lassen Sie sich nur nicht aufhalten. Ja, Madame, wenn ich vielleicht am Nachmittag noch mal meine Aufwartung machen dürfte, vielleicht? Heute Nachmittag geht's ganz schlecht mit der Aufwartung. Ja, wir haben uns nämlich sehr viel vorgenommen, Herr Kribbel. Ja, neue Vorhänge für die Fremdenzimmer. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ja, dann auf ein andermal, Madame. Ja. Was ist los, Dominik? Gehst du mit nach, schaust du meine Rindmaschine an? Ja, also, wenn's meinst, dass du Ruhe gibst. Komm. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, aber dann. Für deiner Gott, Herr Kribbel. Real oder Blüh, doch jetzt nach. Ja, 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 ich weiß. Wenn du nur nicht so ein Gespinner da oben wärst.
Zum Schluss war er schon ganz blau vor lauter Brust raus und Bauch rein. Lange ist der nicht mehr ausgefüllt. Ja, fragen wir es nochmal. Ja, du, Tante Kuni, vielleicht kann uns der Gori dabei einen Kaffee machen. Ja, ich sag's ihm gern, nimm du das mit. Gut, danke, danke. Ah ja, Niki, da liegt dein Blatt. Dankeschön. Hallo, ich bin's. Psst, du brauchst doch nur Ja sagen. Liebst du mich? Bist du mein Zuckerguscherl? Sehnt sich das kleine Ganserl nach mir? Dann bist du um 7 an der Mosachbrücke. Servus, Bussi. Der mit seinem blöden Rennradl, wie wenn ich noch nie ein Fahrrad gesehen hätte. Aha, hast du da Schallplatten gekauft? Nein, das ist ein Geschenk für Sie, Herr Weißbartl. Für mich so? Mhm. Ich weiß natürlich nicht, ob es Ihrem Geschmack entspricht, aber der Text soll was aussagen. Aha, also Konstantin Wecker. Nein. Hermann van Veen? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Aber Sie wissen ja ganz schön Bescheid. Ja, also Ihr Großstädter meint Sie immer, wir Provinzler leben hinterm Mond, ne? Aber bestimmt nicht. Eigentlich ist die Platte ja vom Fräulein Ganselmeier. So, mhm. Aha. Übrigens wollte ich mich noch entschuldigen. Für was denn? Na ja, wegen gestern. Geh herauf, sie fliegt halt auf dich, nicht? Glauben Sie mir, Herr Weißbartl, ich hab die Cornelia wirklich sehr gern. Also, was hab ich, alter Esel, da noch zu melden? Sie machen es einem aber auch nicht leicht, Herr Weißbartl. Nein, und jetzt spielst du mir die Schallplatten vor, ne? Ja, ich hab's aber bloß besorgt. Ja, ist schon weg. Also, dem Deckplatz nach ist doch mehr was Nostalgisches, ne? Jetzt hickt er dann gleich. Aha. Liebe war's nie, denn du hast leider noch ein Herz. Sehr schön. Liebe war's nie, es war ein Scherz. Entschickend. Mhm. Und wenn du für den Ganselmeier siehst, dann sagst du, ich lass herzlich danken für die sinnige Platte. Ja, und ich hole euch den Kaffee rein. So. Jetzt hast du ihm noch nichts gesagt. Ja, Kuni, wir sind ja nie allein. Er ist ja jeden Abend unterwegs. So, wenn er jetzt mit dem Kaffee kommt, dann wird's ihm gesagt. Ja. So. Wo ist denn das Bild von der Marie? Ich weiß nicht. Da ist ja. Na, sowas wird denn das da rein? Na. So, meine Damen, wie ist jetzt der Kaffee? Na, wer wird's denn schon gewesen sein, wo doch jetzt erst ein Ganselmeier hat? Nimmer. Was nimmer? Die Cornelia hat er nimmer. Und im Übrigen hat er's noch gar nicht gehabt, wenn die Damen verstehen, was ich meine. Aha. Und woher möchtest du das wissen, du Siebengescheiter, du? Hm? Weil ich jetzt derjenige bin. Der wo. Aha, dann stimmt's also doch, was mir der Gori gesagt hat. Was hat dir der Gori gesagt? Ah, na ja. Ich möchte jetzt wissen, was der Gori gesagt hat. Ja, du, das täte mich jetzt aber auch interessieren. Ja, er hat euch zwei schon ein paar Mal in der Au bei der Mosach gesehen. Aha, da erfährt man ja nette Geschichten. Und Mutter erfahrt sowas natürlich zuletzt. Hm? Ja, ich hätte schon noch gesagt, Mama. Ach, der Herr Weißbartl hat so eine gute Meinung von dir gehabt. Ja, jetzt beruhig dich nur wieder. Und überhaupt, was kann ich nicht dafür? Ja, ja, freilich, du kannst natürlich überhaupt nichts dafür. Sei doch froh, es könnte doch gar nicht besser laufen. Was sagst du, Tante Kuni? Was hab ich jetzt gesagt? Ah ja, wo die Liebe hinfällt. Ja, ja, wieder einmal. Nein, Mama, nein. Diesmal ist ernst. Ja, ja, schon recht. So wie das letzte Mal heute, hm? Ach, schäm dich, auch so nett von dir geredet. Dass du nicht bloß faul rumsitzt, sondern auch einmal zupackst, wo es not tut. Und dass die Gäste schon auch gemerkt hätten, dass ein anderer Koch da ist. Wirklich? Wirklich, ganz lobend bemerkt. Schau mal her. Kennst du das Bild da in dem Album? Ja, das ist ja mein Vater. Genau, das ist dein Vater. Ja, aber wie kommt das Bild in das Fotoalbum von der Familie Weißbartl? Ja, jetzt blättern wir einmal zurück. Jetzt da schau mal her. Da war er. Ein halbes Jahr alt.
Ich möchte jetzt wissen, wieso das Foto von meinem Vater in das Album kommt. Jetzt wart halt, Niki. Die Tante Kuni sagt das schon. Und da war er 4 Jahre alt. Sehr interessant. Ja, und das ist im Biergarten hinten. Und die Dürre Gorsch daneben, das bin ich. Das ist ja alles recht und schön, aber ich möchte wissen. Ja, jetzt wart doch nur gerade einmal. Schauen, das ist das Kommunionbild. Und das da ist im Hofbräuhaus in Freising aufgenommen. Ja, das weiß ich ja, da hat er gelernt. Genau. Und das da ist das Bild, das du auch hast. Ja, Mama, dann hast du mich angelogen. Ich hab dich angelogen und auch wieder nicht. Das verstehe ich nicht. Du hast zu mir gesagt, das da ist mein Vater. Ja, das stimmt ja auch, Niki, das ist dein Vater. Da hab ich nicht gelogen. Ja, aber du hast doch gesagt, dass er tot ist. Da hab ich gelogen. Niki, der Herr Weißbartl ist dein Vater. Na. Ja. Das darf ja nicht wahr sein. Doch, das stimmt schon. Gott sei Dank, jetzt ist er endlich raus. Siehst du das? Jetzt weiß ich auch, warum der mir von Anfang an so bekannt vorkommen ist. Weil die Stimme des Blutes gesprochen hat. Ach, Schmarrn, dann die Kuni, Stimme des Blutes. Die Ähnlichkeit mit dem Bild war's. Ja, 30 Jahre älter ist er halt. Sauber. Und ich habe ihm seine Freundin ausgespannt. Ja, da ist nicht schade drum. Meinen eigenen Vater spann ich die Freundin aus. Gebitschen, sagt's, das ist ein Witz. Nein, es ist aber kein Witz. Ich flipp noch aus. Freut er dir wenigstens? Wer? Na ja, dein Vater natürlich. Wer denn sonst? Ja, schon, aber eins verstehe ich nicht. Warum sagt er mir das nicht selber? Niki, der weiß doch von nix. Der weiß nicht einmal, dass er Vater ist. Na, das gibt's doch nicht. Der weiß von nichts. Nein. Der weiß nicht einmal, dass er ein Kind hat. Nein. Weil das kann auch bloß einem Vater passieren. Ja, einer Mutter kann sowas nicht passieren. Ja, und er hat dich überhaupt nicht mehr kennt, Mama, wie du vor 4 Wochen da hergekommen bist. Niki. Jetzt denke mal noch, was du für einen Schmarrn gesagt hast. Ach so, freilich. Du bist ja in Wirklichkeit meine Tante. Ja, obwohl sie der Männer recht ähnlich sieht, aber mal nach über 20 Jahren, gell? Du, ob er dir gefällt? Ja, gefällt er mir schon. Ja? Deiner Mama gefällt er auch? Oh, Tante Kuni, jetzt sei doch stark. Doch, sogar sehr gut. Aha, so ist das also. Na, nix ist also. Ja, der eigene Sohn erfährt sowas immer als Letzter. Weißt du was, Mama? Und jetzt schauen wir gemeinsam, dass wir ihn rumkriegen. Genau. Untersteht's euch. Ja. Na, weißt du, ich hab endlich einen Vater und du kriegst endlich einen Mann. Endlich. Ja, natürlich. Also, ihr Mannsbrüder seid doch alle gleich. Was mich noch interessiert ist, wie hat er denn meine Mutter kennengelernt? Später, Niki, später. Du kriegst auf jede Frage eine Antwort. Jetzt müssen wir zuerst einmal scharf nachdenken. Wir brauchen nämlich eine Strategie. Schon wieder einmal. Ja, als erstes müssen wir an den Fimmel mit den jungen Dingen austreiben. Ich glaube, du brauchst nicht mehr viel treiben. Auf dem Weg marschiert er nämlich schon. Na also, dann wird ihm das Weitere auch bald klar werden. Wieso? Was meinst du denn da? Die Erkenntnis, dass auch der Herbst schöne Tage hat und dass eine Spätlese nicht nur als Wein begehrenswert ist. Hola, 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 hola
wieder hoch. Ich bin ein alter Junggesell und hab mich drüber gefreut. Ein Eheleben, das braucht sich eben, so hab ich meint bis heute. Da kommt der resches Weiberl, verdreht mir gleich den Kopf. Jetzt treibt's mir ums Herz, macht bum bum, ihr Tag ist Glück beim Schopf. Ja, ich da lieb, da bin ich stur. Da sing ich wie ein Troubadour. Bis mich erhört die holde Maid und Jodo voller Schneid. Ja, Liebe war es nie vielleicht. Na, bitte nicht. Total verspannt ist der Kerl. Auch, Huni, nicht so fest. Ja, ja, so ist besser. Oh, au! Das ist ja, wie wenn einer von hinten die Augen rausdrückt. Ja, richtige Batzelaugen hast. Ja. Sag's ja, wenn so ein alter Depper ist wie du. Du, den alten Deppen hab ich überhört. Ja, ist ja wahr. Jetzt hab ich gemeint, du hättest nur von den jungen Madeln. Kuni, bitteschön, kümmer dich nicht so viel. Au! Au, nicht so grob! Au! Ich hab Geburtstag, Schenz. Grüß dich, Kuni. Grüß Gott. Ja, was ist denn mit dir los, Dominik? Du schaust halt gar nicht gut aus. Ja, der Herr war wieder mal unterwegs bis 3 Uhr früh. Ehrlich, ha? Neue Flamme, oh. Dunkelblond, knabenhafte Figur, rauchige Stimme. Ja, hier kann ich nicht hinschauen. So eine Art Amanda Lear. Geh weiter, wo hast du die aufgerissen? Conny, cool, jetzt ist genug, Dankeschön. Jetzt hör auf! Jetzt hör doch einmal auf. So, und jetzt gehst du raus und sagst zum Gori, er soll dem Schani eine halbe Bier und mir ein Sprudelwasser und eine Kaffeetabletten bringen. Warum nicht gleich ein ganz Rell für alle Tag? Vergiss es. Ja. Wie geht's denn deine Pfoten? Ja, du, übermorgen kommt der Verband runter, gell? Tut's noch weh? Nein, eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Drucken darf man's natürlich nicht. Nicht wegen dem Geschäft ist halt. Ja, ja, den Damen kannst du ja mit dem Verband nicht in die Haare hineinwühlen. Ja, ja, ja. Du, sag einmal, kommt's dann heute zu deiner Geburtstagsfeier, deine neue Flamme? Also, eingeladen habe ich's nicht. Es ist ja nur im engsten Familienkreis, nicht? Ah, ja, 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 ja. Und die neue, meinst du, ist jetzt endlich die richtige, ja? Jetzt kann man jetzt noch nicht sagen, wir waren erst einmal aus. Ja, ja, gar so begeistert klingt das ja nicht, Dominik. Servus, Schöni. Ja, servus, Kuri. Soll ich dir einen Strohhalm bringen? Geh weiter, Schmarr. Nimm das Krügerl mit 2 Inch, her geht wunderbar. Prost, die Herren. Ja, ist halt immer schlecht, gell, wenn man mit den Händen bremsen muss. Oh! Sag einmal, hat eigentlich die Huberin Anzeige gemacht? Ach, woher? Denn ein paar blaue Flecken hat's gehabt, das war alles. Stellt euch vor, bleibt dieses Rümpfig mitten in der Spanngasse stehen, buckt sie und bindet sie die Schuhbandel. Und ich komm von oben im Schuss runter. Natürlich hab ich's nicht mehr der Bremse können, Gori, nicht. Ja, ja, und die Reaktion ist ja bei einem älteren Menschen auch nicht mehr so, wie es sein soll. Du, sag einmal, wo gibt's denn sowas, dass ein Haus andauernd für einen Blödsinn? Mir brummt der Schädel vor Kopf, bitte. Ja, da hab ich deine Tabletten. Ist es. Ja, die kannst du auch selber essen, gell? Abgesehen davon, Gori, ist es immerhin noch keine Schande, wenn man als gereifter Mensch noch ein paar Interessen hat, nicht? Ja, Dominik, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Danke schön, ja. Dass du gesund bleibst, ja, ja. Das ist die Hauptsache. Ja, ja. 54 wirst du jetzt. Ja, ja. Du, das ist ein schlimmes Alter. Mhm. Herrst Dominik, fängt er schon wieder an? Ja, gerade in Bezug auf Frauen zum Beispiel. Gori, kannst du bitte deine Theorien und Erkenntnisse nicht anders machen. Gori! Ja, was ist? Ja, aber über dieses Thema, da reden wir zwar noch, gell? Ausgerechnet mit dem werden wir zwei über die Weiber reden, gell? Ja, weißt du, wenn ich mir so überlege? Ich hab doch jetzt 2 Junge ganz schnell hintereinander gehabt.
Ja, also unterkappt. Da verstehe ich natürlich schon ein bisschen was anderes, gell? Ja. Nicht so, wie es du verstehst, so alter Lustbold. Sag einmal, geht bei der Neuen auch noch nichts? Ha? Nicht einmal ein Puzzle. Na, sag einmal, was habt ihr dann gemacht, wie sie ausgegangen seid in Schwabing und so? Von einer Diskothek in die andere sind wir gezogen. Und gesoffen haben wir, das heißt ich nicht. Ja, ja, Dominik, du bist eben dem Temperament von den jungen Mädeln nicht mehr gewachsen. Aber du? Ja, eher schon wie du. Erstens bin ich jünger als du. Ja, ein ganzes Jahr. Ja, und zweitens bin ich ein sportlicher Typ. Aus! Durchtrainiert, Dominik, ja, ja, durchtrainiert. Ja. Aber weißt du, was mich jetzt interessieren wird? Was? Wie bist du jetzt eigentlich zu der Neuen gekommen? Also, das ist so. Mhm. Die Nicole. Hä? Ja, so heißt's, nicht? Nicole. Nicole, schöner ja, Name. Das ist schön. Die Freundin vom Niki. Ah, jetzt verstehe ich. Und weil dir der Niki das vorher den Ganselmeier ausgespannt hat, hast du ihm jetzt auf dem Retourweg die Nicole weggeschnappt. Ja, so gut, so ungefähr. Nicht? Ja, ja. Jedenfalls ist die Nicole gekommen und wollte den Niki besuchen. Mhm. Der ist kurz vorher weg und sie hat gewartet, aber gekommen ist er nimmer. Na, ist ja logisch, weil er wahrscheinlich wieder bei seinem Ganserl war. Mhm, nicht? Ja, und da habe ich ja den Vorschlag gemacht, ob es nicht mit mir nach Schwabing fährt. Ein Fass aufmachen, hä? Genau. Du hast einfach die Freundin vom Niki gefragt, so mir nichts, dir nichts. Eigentlich ist der Vorschlag ja mehr von ihr gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Sie ist also auf dich geflogen. Genau. Hochinteressant, Dominik. Was ist jetzt das für ein Typ? Ja, du hast doch gehört, was die Conny gesagt hat. Ja. Dunkelblond, gell? Knabenhafte Figur, rauchige Stimme. Ja, eigentlich mehr der Typ, auf dem du eigentlich stehst. Ja. Dominik, du hast halt immer eine Schwäche für die leicht barocken Formen gehabt, gell? Ja. Dunkelblond, ein Stich ins Rötliche, 42er Figur, muss er zu mir passen. Ja, freilich. Schau zu meinem Wesen. Da passt halt mehr der sportliche, nicht? Der schlanke Typ, nicht? Du, Dominik, ich habe jetzt da plötzlich eine Idee. Was wird denn das wieder sehen? Du darfst mir jetzt nicht falsch verstehen. Schau, du hast die Frau, die eigentlich mehr zu mir passen. Der rein figürlich gesehen, jedenfalls, du kennst wenigstens eine, ja, nicht? Sag mal so. Was weiter? Ja, und ich habe halt die Frau, die mehr zu dir passen würde. Was hast du für eine Frau? Ja, was hab ich für eine Frau? Natürlich gehört's mir nicht im wörtlichen Sinn. Ich rede von der Frau Margret. Ach so. Ja, Ehrenwort, es ist wirklich nichts passiert, wo man sagen könnte. Ja, und in nicht? Der ganzen letzten Woche hast du ja die Pfoten verbunden gehabt. Ja, alles wegen der blöden Huberin. Ein ganzes Jahr lang soll ich ihr die Haare haben, sonst Richter hat es gesagt, als Schmerzensgeld sozusagen. Ja, jetzt hör noch ein bisschen wieder auf mit deiner blöden Huberin und lass mich nachdenken. Ja, denk halt einmal nach. Also, du meinst, wir sollten einen Tausch riskieren? Ja. Ja, oh, Moment einmal. Ich muss mir's natürlich schon vorher anschauen. Nicht? Ich kaufe nicht die Katze im Sack. Naja, also die richtige Größe jetzt. Ja. Passend jetzt 18. Und vom Geschäft versteht's auch was. Vom Geschäft versteht's auch was. Ja. Ming tut's ja. Ming tut's mir. Mhm. Wie kommst du denn da drauf? Du hättest bei mir auf im Vertrauen gesagt, die 3-4 Mal, wo ich und die Margret miteinander ausgegangen sind, da haben wir eigentlich nur von dir geredet. Von mir? Ja, ich hab das nur nicht gesagt, weil du sowieso schon überspannt genug bist. Jetzt hörst du aber auch wie und überspannt, gell? Ich hab an die Margret hingesponnen, als wäre der Romeo an seine Julia. Und sie schwärmt da von dir. Die Margret. Ja, freilich, aber bist du was spannst, geh weiter. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, von den jungen Dingen hab ich nur. Nicht? Okay. Ja, und die Margret wird mir eigentlich immer sympathischer. Ja. Wie wenn man sie schon länger kennenlernt, weißt du, so heimelig ist es mir bei dir. Aha, siehst du das, da haben wir schon. Dir wird sie heimelig und mir wird sie von Tag zu Tag unheimlicher. Also, Schani, abgemacht, der Tauschversuch gilt. Schlag, eh? Ja! Du Grube, Lacki, du Grube! Was hat denn der arme Spatz? Der arme Spatz hat mir selber die Hand hergestreckt. Meines Gott, Frau Margret. Heile, heile Sie. Ja. 7 Tage Regen.
7 Tage Schnee und tut schon immer weh. Ein bisschen schon noch, ein bisschen schon. Meine Herren, draußen ist ein kaltes Buffet aufgestellt. Oh. Ich würde Sie bitten, sich daran gütlich zu tun. Ja? Also ein bisschen was könnt ihr eigentlich schon essen. Mhm. Vielleicht wird es mir dann wieder besser. Okay. Geh weiter, Schani, geh mit. Ja, ich kann doch nicht. Ja, ich geb dir's ja ein. Ne? Dann geh ich mit. Dankeschön. Sehr. Ist die Luft rein? Ja, ja, die sind jetzt draußen am kalten Buffet. Die Luft ist rein. Eigentlich wäre das gar nicht mehr nötig. Ich glaube, der hat sowieso schon genug von mir als Damenimitator. Ja, sowas, also ausschauen, du hast wie ein Transvestit. Sag mal, in dem Verzug seid ihr ausgegangen und der hat überhaupt nichts gespannt? Na, ich habe natürlich geschaut, dass er möglichst schnell blau wird. Ja. Aber als Nicole bin ich doch überhaupt nicht eingeladen zu der Geburtstagsfeier. Aber als Niki. Glaubst du es, mit diesem blöden Stöckchen schon habe ich immer das Gefühl, ich gehe bergab? Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist gescheiter, wir blasen das Ganze ab. Nix wird abblasen, der soll seine Lektion voll und ganz kriegen. So, jetzt komm her, jetzt setz einmal die Perücke auf. So, jetzt lass dich anschauen. Halt ein bisschen vorne rein noch. So, ist gut, die Franzerin schön. So, jetzt gehst du mal ein bisschen auf und ab. So ist es. Ja. Zeig deine Fingernägel her. Prima. Jetzt kommen sie dann gleich. Oh, Niki, raus. Geh schnell raus. Du, und wenn ich klopf, dann kommst du rein. Ja, ist schon recht, Tante Kuni, aber die Verantwortung übernimmst du, okay. Gell? So, da habt ihr dabei noch was zum Drücken. Vergesst mich schon, Dominik. Gott. Ich komm grad mit einem Affenzahn von oben runter. Sieh, wie die das rindlich mitten guckt auf der Fahrbahn. Ja. Der Unfallbericht. Aus die Bremsen nein, war natürlich schon zu spät, Dominik, nicht? Ja, das sind sie ja, Frau Ganselmeier. Grüß Gott. Grüß Gott, die Herren. Ja, grüß Gott, Frau Inkanet. Nein, ein bisschen. Ja, ich würde sagen, jetzt wäre was zum Trinken recht. Ja, das würde ich auch sagen. Ja. Jesus, na, das Geschenk. Was ein Geschenk habt ihr auch, das hättet ihr aber nicht brauchen. Doch, wir haben uns gedacht, wir legen alle zusammen und kaufen dann gleich was Gescheites. Ja, und die Idee war so. Von mir, Dominik. Ah, von dir? Na, dann bin ich neugierig, wenn die von dir war. Na, du wärst aber spitzen, mein Lieber. Wo ist eigentlich der Niki? Der Niki? Ja, der Niki. Der Niki hat vorhin angerufen, er kommt später, an seinem Auto fehlt was. Was, an seinem Auto? Ja. Ist schlimm? Na, Kleinigkeit. Jetzt bin ich gespannt. Wenzel? Ja, da, schau her. Ein Charivari. Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Falls ihr ja schon, Herr Weißbart. Ja, natürlich. Ja. Danke, halt recht schön. Dankeschön, Kuni. Dankeschön für den Margret. Es ist so gern geschenkt. Ja. Wenn es Ihnen nur gefreut. Ja. Dankeschön für den Ganselmeier. Von mir ist doch ganz wenig dabei. Dankeschön, Guri. Bitteschön, von mir ist gar nichts dabei. Ja, und merci, Jani. Gern schön. Du damischer Jubilar, druckst mir meine Hand schon wieder. Hast du das ja schon wieder, Herr Schnee? Soll ich Ihnen wieder blasen, Herr Grebe? Nichts mehr blasen. Nein, jetzt wird trunken. Ja. Jawohl, setzen wir uns doch wieder. Auf dein Wohl, Dominik. Prost, dass gesund bleibst und lang lebst. Ja, danke, Guri. Prost. Prost, Dominik. Prost. Gut, gell? Oh, Frau Margret. Ah, die Bohle ist ausgezeichnet. Wunderbar. Okay. Ja. Hat's doch gerade geklopft? Ja. Ja, so. Ja, geklopft. Ja. Ach, grüß Gott, Fräulein Nicole. Hoffentlich stört euch nicht. Nicht. Nein, nein, grüß Gott, Frau Nicole. Aber Sie haben Pech, der Niki ist wieder nicht da. Oh, gestatten Sie, mein Fräulein, dass ich mich vorstelle. Jean Gribel, mein Name. Ich bin ein alter Freund des Hauses. Ich habe schon sehr viel gehört von Ihnen, Herr Gribel. Oh, ich nehme an, doch nur Gutes. Das Allerbeste sogar. Nicht wahr, Herr Weißbart? Ja, freilich, freilich, ja, ja. Und das ist sicher Ihre Freundin. No. Nein, das ist Frau Ganselmeier vom Büro. Ach so. Die übrigen Herrschaften kenne ich ja schon. Ja. Ach, trinkst doch auch ein Gläschen Wohle, Fräulein Nicole. Verbindlichsten Dank, meine Liebste. Tja, ich würde sagen, wir trinken auf das Wohl des Geburtstagskindes. Ja, ja. Many happy returns of the day. Ja, ja, Prost. Prost.
45 sagten Sie, werden Sie heute? Nein, da müssen Sie sich verhört haben, Freund Nico. Ja, schön wär's. Hey, Dominik. 54 wird er. Aber ich könnte schwören, dass Sie 45 gesagt haben. Ich? Ja, gesagt hat es vielleicht schon. Prost. Prost. Und Sie, Frau Ganselmeier, sind Sie ganz ohne Ihren Freund da? Ja. Sie haben doch einen Freund, oder? Ja, aber der kommt ein bisschen später. Mensch, das ist vielleicht ein steiler Zahn. Bei mir wird's Frühling. Wir wollten ihm das andere doch auch noch beibringen. Das mach ich schon. Oh, Herr Krebell, haben Sie sich Ihre Händchen verletzt? Aber nur eine Spur. Wann ich Ihnen berichten darf, wissen Sie, ich fröne seit neuestem dem Radrennsport. Interessant. Ja, und bei einer Trainingsfahrt komme ich in irrer Geschwindigkeit an eine abschüssige Stelle. Da steht eine gewisse Frau Huber, Sie werden sie nicht kennen. Mitten auf der Fahrbahn bugt sie und bindet sie die Schürbandel des Rümpfes. Da war es natürlich schon passiert. Tja, das geht oft schnell. Aber so ein sportgestillter Mensch wie Sie es sind, Herr Krebell, steckt sowas weg wie nix. Bon, bon. Man merkt ihm sofort, dass Sie einen Blick haben für sowas. Oh, ein bezauberndes Händchen haben Sie da, Nicole. Oh, pardon. Ich darf doch Nicole zu Ihnen sagen. Aber natürlich, mein lieber Shaw. Ich darf doch Shaw sagen. Ach, Sie machen mich überglücklich. Sie sind mir aber ein Charmeur, Herr Krebell. Shaw, s'il vous plaît, mademoiselle. Natürlich, Shaw. Übrigens, Fräulein Nicole, draußen ist ein kaltes Buffet aufgestellt. Vielleicht begleitet Sie der Herr Krebell. Eine gute Idee. Kommen Sie schon. Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Was machen Sie eigentlich beruflich, Nicole? Nun raten Sie mal. Showbusiness? Errate mal, lieber Show. Das ist ein klasse Madel. Die lasse ich nicht mehr aus. Ah, oh. Tja, Herr Weißbartl, jetzt habe ich es Ihnen einfach sagen müssen. Also, ihr seid da vielleicht eine Bande. Oh! Jetzt hat sie es ja mal so doch gesagt. Oh, ja. Magre, du Spielverderberin. Und hat extra sein Bart riskiert. Ja. Dem lassen wir uns alle sein. Der Nick ist unschuldig. Ja, na, jedenfalls danke ich Ihnen, Frau Margret, dass wir es noch gesagt haben vor der Demaskierung. Ja, ich habe ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Ja, und was wird jetzt aus unserem Striptease? Was ein Striptease ist auch noch vorgesehen. Ja, freilich, das wäre der Höhepunkt. Ja. Ja. Ich hab doch schon die Platten besorgt. Du, das war gar nicht so einfach. Die Verkäuferin hat mich gefragt, was soll es denn für eine Platte sein? Ich habe gesagt, eine für einen Striptease. Du, die hat vielleicht Augen gemacht. Sind's wirklich nicht böse, Herr Weißbartl? Ah, woher denn? Ganz im Gegenteil. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr den Spaß versteht. Geht diese Frau halb entblößt von mir. Nein, Frau Huber, habe ich gesagt, Ihre blauen Flecken interessieren mich überhaupt nicht. Tja, ich habe sie schon durchschaut, mein Lieber. Sie lassen bei den Frauen aber wirklich keine Gelegenheit aus. Aber ich bitte Sie, Nicole. Excusez-moi, ja. Einen Moment. Was ist los, Dominik? Wollen wir nicht ein bisschen tanzen? Wahrscheinlich, ich kann das Wort tanzen schon nicht mehr. Na, vielleicht legt der Herr Grieve einen Solotanz aufs Parkett. Oder Frau Nicole. Ja, das wäre schon eher was. Also gut, ich tanze für euch. Oh, na geh aber hinaus. Nein, du bleibst da. Ein klasse Mädel, so geht das. Hast du einen guten Tasch gemacht? Ja, aber du aber auch, gell? Ja, ja. Ja, pssst, ich hab.
jetzt war es noch jung. Mich trifft der Schlaf. Dankeschön, wie war ich denn? Du warst großartig, Niki. Nichts für ungut, die Herren. Du brauchst dich doch nicht entschuldigen, wir haben uns königlich amüsiert. Da sind Sie gar nicht überrascht. Aber Niki, die beiden Herren haben doch längst gespannt, was los ist. Ich nicht. Oh ja, ja, natürlich haben wir gespannt, gell, Dominik? Ja. Nein, nein, ausgezeichnet warst du, Niki. Also, und jetzt trinken wir alle noch einmal auf dein Wohl, Dominik. Ja. Du hast doch heute Geburtstag. Ja, eben. Danke. Also dann. Prost. Prost miteinander. Prost, Dominik. Wir haben nämlich noch eine Überraschung für dich. So? Können wir das nicht verschieben? Nein, das wird heute alles erledigt. Ja, wollen wir den Dominik nicht lieber doch erst niedersitzen lassen? Nein, nein, ich stehe ganz gut. Na, also. Der Bursche ist dein Sohn. Was soll denn das wieder heißen? Herr Weißbartl, wie Sie wissen, ist der Niki der Sohn von meiner verstorbenen Schwester. Ja, weiß ich, und? Meine Schwester war die Mena. Die Mena? Ja. Ach, deswegen ist er mal so schnell weg und hat nicht gesagt, warum. Ja, es war besser so. Nein, nein, das war nicht besser so. Wenn ich wusste, dass ein Kind unterwegs ist, nee, dann wäre manches anders gekommen. Jetzt ist halt so, wie es ist. Also, du bist der Sohn von der Mena und von mir. Ja, ja, Papa. Ja, geh her. Aber jetzt bleibst du bei uns, gell? Freilich. Ja. Und Sie bleiben auch, Frau Margret. Wenn Sie wollen, also meine Frau. Jetzt brauchst du nicht mehr weinen, Tante Kuni, jetzt ist ja alles gut. Also, was ist? Willst du? Ja. Ich habe überhaupt nichts gehört. Ob du mich willst? Ja, ich will dich. Ja, danke. Ja. Jetzt sind wir eine richtige Familie, gell? Und eine Schwiegertochter hast auch schon, Papa. So. Ich bleibe aber trotzdem im Büro. Dominik. Psst. Herr Weißbart. Also, nur nicht hudeln, jetzt sind Sie erst einmal mir dran, gell? Ja. Lieber Dominik, trotz widriger Umstände, meine Person betreffend, aber als ältester Freund des Hauses und sozusagen als Maître de Plaisir, möchte ich der Erste sein, der dir von ganzem Herzen zu deiner Spätlese gratuliert. Dommi, Dommi!